So, jetzt haben wir das Dings gedreht und das ist ein Bötchen. Ich gucke mal lieber nochmal nach, ob das funktioniert hat. Das ist immer so Sache. Ich verstehe bloß aber nicht. Das ist bloß ein bisschen irgendwie zu viel einfach für mich irgendwie, dass der Hai einfach so locker unser Boot umschmeißen kann. Gefällt mir nicht. Gefällt mir, weiß Gott nicht. Das ist nicht gut. Achso, warte mal, wir wollten Sachen. Genau, deswegen. Ich wollte hier ein paar Sachen auf transportieren. Ich bin mir sicher nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt hier nicht noch mehr Haie kommen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Das muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Deswegen habe ich auch keine Angst. Okay. Platz geschaffen soweit. So. Das Haileder brauchen wir dann gleich. Hopp. Ach, stopp. Kann ich ja jetzt machen, weil ich kein Ei mehr, kein Hai mehr hier habe. Kein Ei ist auch doof, ne? Dass der Hai jetzt weg ist. Das ist nämlich, deswegen kann ich hier hin und her laufen und alles. Kein Problem soweit. Es gibt kein Hai mehr hier auf dieser Insel. Dieser Hai, der landet nachher bei mir im Bauch. Ja, mal gucken, wie er sich denn so weit fühlen mag. Ne, wenn die Rolle mal ganz anders gespielt wird hier. Er mal irgendwo im Bauch landen darf und unser Opfer ist. Sag mal, was suche ich eigentlich gerade? Mein Speer, ne? Kann mal einer mal verraten, wo mein Speer ist? Die Dinger sind so leer, ey. Ja. Was ist gerade mein Problem gewesen, dass ich dann schon wieder irgendwie piepe? Darf ich das mal wissen? Habe ich irgendwelche Arschgebrechen hier gerade? Kein Statuseffekt. Wir haben hier. Das lasse ich mal für hier, für Proviant von der Wings. Da ist mein Speer. Den will ich haben. So. Hier wird schön weiter Wasserdings produziert, hätte ich mal gesagt. Lass uns doch noch einmal ganz kurz eine Palme abhacken. Damit wir uns da keine Sorgen machen brauchen. Und dann werden gleich am Tag Schlangen und Schweine gejagt. Ja, es wird tags tatsächlich. Das finde ich ja schön. So gefällt mir das. Okay. Das war jetzt unser Anzeichen dafür, dass wir jetzt hielten. Das ist super toll. Gut. Ja, drop mal ab hier. So, hi. Hi auch. Was war das ein Tanz mit dir, ha? Du, was war das für ein Tanz? Der große, große, gefürchtete Tigerhai landet auf den Teller. Nicht schlecht. Mal gespannt, was der alles an Fleisch raushaut. Auf jeden Fall müssen wir das alles mal gleich schon mal durchsmoken. So. Oha, haben wir hier viel. Ach, scheiße, wir haben viel zu viel. Warte mal, wir haben viel zu viel an Waffen hier gerade am Start. Warte mal. Droppen wir mal das hier. Gut. Vielleicht nochmal die Speere. Ja, die Speere habe ich jetzt aktuell dabei, damit ich gleich weiterjagen kann. Aber jetzt wird erstmal der Tigerhai geschlachtet. Das war Haihaut. Noch mehr Haihaut. Noch mehr Haihaut. Fleisch. Fleisch. Fleisch und weg ist er.
Sehr gut. Und das smoken wir jetzt alles durch. Die Haihaut bringen wir einmal ganz kurz gleich zum Boot rüber. Und dann jagen wir weiter. Na komm, wird fertig. Nun mach, genau. Wow, großes Fleisch, wa? Nicht schlecht, Herr Specht. Das hat sich ja mal gelohnt. So, dann lass uns mal ganz kurz die Haihaut wegbringen. Aber weißt du was? Wir machen das anders. Wir gehen erst Fracks abchecken. Wo hatte ich denn nochmal die andere Lederhaut? Da nicht. Da. Schmeißen wir da auch die Haihaut rein. Sauber. Mehr als cool. So. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendein Hai rumschwimmt. Planen wir mal mit. Ja. So viel Schrott haben wir schon sowieso dabei schon. Aus der Plane kann ich wenigstens Wendet machen und so oder alles, ne? Komm nur mit. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch genügend... Vielleicht kriegen wir noch ein Regal zusammengebaut. Das wäre natürlich geil. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Jetzt habe ich mir auch so viel hier hingestellt, dass wir auch schon eine gewisse Weile auch hier erstmal überleben können. Und von hier aus vielleicht operieren können, tatsächlich. Das wäre natürlich mega gut. Warte mal, die Plane. Die Plane. Jetzt gehen wir bloß nicht planlos bei. Da haben wir's. Sehr schön. Was? Okay. Next. Oh, ich dachte gerade, das wäre hier dieser... Jetzt offensichtlich schon mal ein Feuer gegeben. So, dann gucken wir mal danach, dass wir mal diese Schlangen, wenn wir mit Schlange sehen. Die müssen auf jeden Fall weg. Die Dinger müssen uns auch gleich noch einsammeln, die Planken. Moment, warte mal. Die lege ich jetzt mal bei mir vor die Hütte hin. Ehrlich gesagt, da ist noch mehr Pipi. Nee, doch nicht. Schade. So. Wie dem auch sei, da hängt man Fleisch in der Luft. Moment, okay. Da haben wir noch mehr. Davon noch zweimal finden. Klar, wir können auch selber welche machen. Aber noch mal zweimal finden würden. Dann könnten wir uns noch ein Regal bauen, tatsächlich. Jetzt nur mal ein bisschen aufpassen. Bei mir wackelt das ein bisschen, nicht wundern. Das wackelt alles ein bisschen mehr, weil ich will mit meiner neuen Maus mal wieder korrigieren. Ich habe noch keine richtige Idee, wie ich mit der spielen soll, richtig. Obwohl ich aber super mit der zufrieden bin. Ist das auch nochmal Pipi oder was? Nee. Ich vertraue jetzt wirklich darauf, dass hier kein Hai mehr kommt, ne? Wollte ich nochmal so sagen. Warte mal, ist hier zufällig nicht das jetzt schon? Ja. Sehr gut. Dann lass uns mal ganz kurz wieder sofort zurück. Und Seile herstellen, damit wir uns mal unser Boot erweitern können. Moment. Ein kurzer Orientierungsblick verrät mir, hier ist das, was wir brauchen. Und am Boot haben wir auch noch was. Wenn wir schon ein bisschen Augen offen halten wegen den Schlangen. Und dann geht's weiter. Warte.
Aber da konnte ich die Dinger nicht einfach so ein... Oh, guck mal hier, das ist doch mega gut. Sachte. Sehr cool. Oh, warte, nimm mal mit. Können wir die mitnehmen? Ja, die treiben auch so durch die Gegend. Ich habe auch schon gesehen, die nächste Kiste auch schon. Ich glaube, wir brauchen 5. So, sehr gut. Lass uns mal zum Boot schwimmen. Wir schwimmen mal ganz provokant. Ne, ich glaube, es gibt hier keine Haie mehr. Eigentlich noch fast gefährlicher als ein Hai, ne? Diese Vergiftungsdinger. Ja. Sehr gut, dann lass uns mal die nächste Phase an unserem Boot anbringen. Dafür habe ich auch tatsächlich noch was gefunden. Also es läuft einfach sehr gut hier gerade. Kann ich gar nicht glauben, wie gut das gerade läuft. Warte mal. Da. Geil. Warte mal. Habe ich denn... Warte mal eben. Nimm mit. So, und ich habe hier die Planken, genau, richtig. Die schmeiße ich immer mit zu. Weil daraus könnte ich mir tatsächlich echt ein Regal bauen. Das läuft echt momentan super spitzmäßig. Seitdem ich die Base gebaut habe, läuft das echt super. Also seitdem ich die Base weiter gebaut habe. Hier auf unserer Heimatinsel, seitdem ich unser Häuschen schön bebaut habe, läuft das echt wunderbar. Macht echt Spaß. So. Und dann das. Perfekt. Genial. Fehlt noch die andere Seite. Wenn wir was finden, wäre mega. Wollen wir uns schon mal ein Seil dafür bauen, falls wir tatsächlich was finden sollten? Ich habe das Gefühl, ich sneake. Wie sneake ich denn? Wie sneake ich? Habe ich das außerdem wirklich gemacht? Aha. Man kann sneaken. Ich weiß nicht, wofür man jetzt sneaken sollte. Aber man kann es. Da hinten ist noch ein Dings. Und wenn man sowas kann, dann kann man's. Und wer kann, der kann. So. Ja, um euch kümmere ich mich auch noch. Keine Sorge. Ja, cool. Haben wir da rein schon geguckt? Nee, haben wir nicht. Konsole da oder so? Nein. Nur ein riesiger Pilz. Der riesige Pilz war beim Stuhl. Alles gut. So, und jetzt aber hier rein. Und jetzt nehmen wir den auch mal mit. Boah, guck mal, wie viele Kisten es hier gibt, ey. Voll übertrieben. Was soll denn der Scheiß? Total geil einfach. Was haben wir denn hier drin? Kompass und Tape. Ich brauche ein Tape. Fuck! Mist, wir müssen wiederkommen. Um noch mehr Haie zu töten, brauchen wir ein Tape. Machen wir eben das Feuer aus. Sind schon durch. Leckere Haifischsteaks.
So, lass uns doch mal die Dingens erstmal hier entpacken, genau. Wow, drei Kisten, das ist ja irre. Halte ich den Kopf gar nicht aus. So, mein Speer brauche ich aber noch. So, dann lass mal gucken. Was haben wir hier? Seil. Klasse und Leder. Toll, bring ich gleich an Bord. Müll haben wir auch noch dabei, das kann ich gleich wegschmeißen. Nochmal Leder und was ich brauche. Oh mein Dings. Nochmal Planken und ein Speer. Mann. Ich wollte mir den Müll nicht mitnehmen hier. Was habe ich denn jetzt besorgen? Mann, nur Gott. Was trage ich denn da gerade so schweres, bitte? Upsi. Ach genau, den wollte ich wegwerfen. Huch, war das denn so schwer zu verstehen? So, dann lass uns nochmal ganz kurz los. Ne, warte mal. Wir müssen einmal noch zum Boot. Wo habe ich denn Leder verstaut? Wir müssen das gut sortieren hier mit Leder. Lass doch hier mal Leder reinpacken hier. So, warte, was haben wir hier? Nochmal den Gasbottelbehälter. Na gut, einmal Leder werden wir ja gleich los. Guck mal, wie viele Dings Gasbottel ich habe, ey. Speere habe ich auch noch jede Menge. Sehr gut. Genau. So, dann lass uns das andere mal safen. Muss sagen, ein bisschen langweilig ist es ja schon jetzt, wo der Hai auf meinem Grill ist, ne? Mitnehmen. So. Was? Nee, guck mal. Aha, so viel dazu, ein Hai pro Insel und so, ne? Ist ja gut zu wissen, dass der Kamerad noch lebt. Schmeiß den Vogel, wir brauchen noch mal Planken. Lass mal hier reingucken. Genau, da ist unser Tape. So, dann sag mir mal ganz genau, was brauchen wir genau, um jetzt unsere Waffe herzustellen. So. Für den Speerwerfer bräuchten wir ganz normale Speargun Arrow. Also, okay. Wir brauchen zwei Knüppel, eine Gasbuddel und einmal Leder. Gut. Was? Willst du mich verdödeln oder was? Was? Ach komm schon. Aber so viel Seile natürlich ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn man so viel Seile machen muss, um so viele Speere herzustellen für den. Naja, man kann sich den mal nicht aussuchen. Wow, was wackelt das hier wie verrückt? Werde seekrank wieder. So, jetzt brauche ich zweimal Knüppel. Warte mal, wir legen das auch mal
hier die Zutaten hin. Seile habe ich jetzt einmal, ne, dabei? Oder wie viel habe ich jetzt dabei? Zweimal. Ja, ich habe die mir in weiser Voraussicht gemacht, falls ich nochmal irgendwie so ein Bootsteil anbauen möchte. Aber ist ja erstmal fuck egal. Den Heinen jagen wir auf jeden Fall auch noch. Dafür brauchen wir nicht unbedingt dieses Spear-Dings-Bumps-Dingens-Bumpsen da. Da können wir sie machen. Kann man... Okay. Gut, jetzt brauchen wir noch die Pfeile dafür, ne? Das kriegen wir wohl hin. Wow. Ne, da ist noch einer. Okay, zwei Stück haben wir gemacht. Wir müssen noch mehr Seile machen. Aber jetzt müssen wir mal ein paar Schlangen töten und so. Und dann überlegen wir uns was für die nächste Folge. Dann sammle ich wieder alles an Speere auf oder so und dann jagen wir den nächsten Hai. Meint ihr, das bringt genügend Damage, um den jetzt hier wirklich... Ich daneben schießen. Uff. Daneben. Nee, getroffen. Geil. Stirbt er davon nicht? Ruhig, Schweini. Na, jetzt wird's nachts, ne? Ach, schade. Gut, liebe Leute, das war's auf jeden Fall für heute. Wir haben wieder jede Menge gesehen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde.